Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und das ist mein Moped. Gehst du da runter? Ups, soll ich den Pfeil... Ey, hast du gerade auf mich geschossen? Nee, ich muss den Pfeil loslassen. Eigentlich wollte ich ins Leere schießen, aber jetzt ist der Pfeil weg. Toll. Die habe ich im Pfeil verbasselt. So, wir haben Sprit, was zu essen, was zu trinken. Eine Schaufel haben wir auch dabei. Dann kann ich losfahren. Ja, ich gucke, was ich für ein neues Moped brauche. Genau, ich fahre erstmal. Wir fahren gen Süden und die Mathilde, ja, sucht Teile. Erstmal muss ich gucken, was sie überhaupt braucht. Ich lock mal die Zombies weg. Möp, möp. Zombies? Die töte ich. Oh, wir sind noch nicht in einem Team. Warte. Über Heinrich. Hier ist ein Stoppschild, ich muss halten. Hast du was bekommen? Ja. Perfekt. Ja. Nur rechts vor links beachten. Oh. So, und bergauf, bergauf, bergauf. Anstrengend. Und das sagt er auf ein Moped. Ja. Wenn er Fahrrad fahren würde, ja, dann würde ich das verstehen. Ein Moped. So, gucken wir mal. Ja, ich geh mal kurz auf die Map. Kann man auf dem Moped auf die Map gehen mittlerweile? Verstehe nicht nach dem Update, warum, weiß nicht, ob das wirklich dieser ganze Bereich war, den wir entdeckt haben oder ob wir schon mehr gesehen haben. Ich meine, das war mehr. Ich glaube auch, also, so nach und nach. Klebeband, Leder, Mechanical. Ich fahre jetzt einfach mal nach Süden. Oh, der brennt. Wer brennt? Der Zombie. Wir haben auf jeden Fall viel Acid, das ist schon mal gut. Das heißt, meine Chancen steigen. Oh, hier ist sogar noch ein Fahrwerk. Wir haben. Ah. Also, ich brauche auf jeden Fall ein Dingsbums, ein Motor. Ein Motor? Warte mal ganz kurz. Ich glaube, das hier so eine Autowerkstatt-Dingsbums. Also Taschenmod. Ach, das ist ein Eisig. Nee, da sind Zombies drin. Auch natürlich ein Taschenmod. So. Nee, ist doch nicht das. Ich kann auch noch Schein werfen. Schein. Ah, hier ist so eine Radiostation. Mit ganz vielen Autos. Wenn man die auseinander nimmt, gibt es bestimmt einen Motor. Ah, Vogel! Ich bin weg. Ich guck mal woanders, wo ich deinen tollen Motor finde. Mhm. Vogel greift mich hier auf dem Moped an, Drecksvieh. Ach, Kohlebrocken brauche ich noch. Kohlebrocken? Das ist kein Problem. Hier hacke ich gleich einen Baum, dann habe ich eine Kohlebrocken. Nee, ich habe hier Kohlebrocken. Oh, atomisiertes Gelände. Ich hätte es ja noch nicht. Oh, was habe ich jetzt noch für ein Lebensverweis? Du hast doch gerade gesehen, ich dödel. Oh, dieser Vogel geht mir auf den Sack. Öl. Und da ist ein Hund, das geht mir auch auf den Sack. Alter, eine Vogelarmada. Drecksviecher. Ich wüsste nicht, wie ich das anders bezeichnen soll. Mir fehlt wirklich nur noch ein, Scheiße, da kommt ein Dreckshund. Oh! Ich hab einmal einen Schuss, zweimal Schleichschaden. Der ist tot. Ich bin stolz auf mich. Ich auf mich auch. Ich hasse Hunde in diesem Spiel. Ja, ich weiß. In echt mag ich Hunde, aber in diesem Spiel nicht. Hier ist eine Megafabrik. Eine Megafabrik. Das ist ja gigantisch. Hm. Können wir uns ja vielleicht diese Megafabrik irgendwie anschauen? Ja, ich versuche da mal näher ranzukommen. Dann markiere ich die mir mal. Hm.
Und hier immer auf den Wegen bleiben, weil sonst hier gibt es überall Minen. So. Dann gehe ich jetzt mal so ein bisschen davon zu durch die Gegend. Ich schaue mir Autos an, weil ich will ein Dings mit einem Motor. Das ist eine Waffenfabrik. Ach, die hatte ich da. Hatte ich die nicht irgendwie schon mal gesehen? Du Drecksvogel! Nee, da war ich noch nicht. Oder das hat sich nur wieder aufgefallen. Ah, hier gibt's so viele Vögel, was ist denn los? Ist das ein Vogelland? Vogelpark Walsrode. Der schönste Vogelpark der Welt. Das Gebiet ist ja echt verseucht. So, fahre ich mal mit dem Fahrrad oder gehe ich zu Fuß? Ich glaube, ich gehe zu Fuß. Ja, und dann gibt's da hinten noch eine solchen... Oh! Ich kann per Rechtsklick einen Zombie erstechen oder so. Wann geht das denn? Achso, rechts ist eine Power-Attacke. Mit Rechtsklick. Oh. Das hatte ich aber auch schon mal erzählt. Ich glaube, das habe ich schon wieder vergessen. Ja, ich... Ja, das ist gut möglich. Bin nicht mehr der Jüngste. Muss ich erstmal einsetzen. Mal gucken, wie das mit dem Baseballschläger aussieht. Eine Shotgun-Fabrik, also da muss ich rein. Hui! Oh, ganz schlecht. So, ich will Autos. Ich glaube, in dem Moped mache ich sie alle wach hier. Hallo, ich bin's, der Heinrich. Ist ja cool, wenn man sich noch Bötchen bauen kann. Oh ja, Bötchen wären richtig cool. Und wieder ein scheiß Vogel. Ich höre dich auch jetzt schon, du Drecksvieh. Gravestone. Das klingt ja sehr sympathisch, der Ort. Mit Zombies und Vögeln und kaputter Straße. Das gefällt mir ja gar nicht. Wir fahren nur mal durch. Mach mal. Man hört richtig, dass man wird richtig verfolgt von diesen Drecksvögeln. Oh, die Straße ist echt kaputt, hier muss man echt aufpassen. Und Hunde. Puff. Hund sitzt. Oh, da ist ein Kaninchen. Thank you, fuck you. Und raus hier. Whee! Mit einem Schuss, mit meiner Armbrust, habe ich dieses Kaninchen erlegt. Super, also ich glaube, ja, ich habe da auch irgendeinen Wert hochgeballert für Kopfschüsse oder sowas. Das lohnt echt. Ja, ich warte ja momentan drauf, dass ich das Stahlspielen erlerne. Sonst endlich auch selber hier da einfach. Ich habe gerade schöne Putzspuren gefunden. Das ist auch eins. Hier ist dann die nächste Fabrik. Da ist eine Straße. Oh, hier ist es. War ich hier schon mal? Anscheinend war ich hier schon mal. Irgendeine Foodfabrik. Das ist doch gut. Vielleicht sind da noch Autos. Ja, da sind noch Autos bei der Buchentreppe. Und Vögel, Vögel, Vögel! Das ist wie im Horrorfilm. Und jetzt im Wüstengebiet kommen gleich Vögel. Die nerven. Du bist nass. Ist mir scheißegal. Ach, bei der Bubi-Tür stehen noch Autowracks. Ich hab grad nur einen Rasenmäher hier. Rasenmäher? Also, das ist Moped. Kann ich hier mal. Hühnchen! Hühnchen! Ja, hier halten wir mal kurz. Oh, dieser Vogel! Das gibt's nicht!
Oh, der war daneben, der war daneben! Oh! Alte Scheißvögel, die verfolgen echt einen. Drei Stück auf einen Haufen. Das ist ätzend. Drei ist echt fies. Dann ist mir hier gerade zu heiß. Oh, mach dich knackig, du Sau. Das ist eine Idee. Was? Bitte nicht hingucken. Hm? Meinte die Zuschauer. Weil ich fast nackig bin. Sie sehen dich doch sowieso nur aus der Ego-Perspektive. Oh, das ist echt nicht zum Feiern. Das ist richtig rot bei mir hier. Oh. Ah, Batterie habe ich gekriegt. Ich glaube, ich gehe mir einfach mal in so ein Haus rein. Mach das. Eigentlich wollte ich hier noch wegen Aloe Vera, hatten wir ja gehabt, oder? Oh, ich habe meinen Motor gefunden. Ich habe meinen Motor. Ich kann mir ein Moped bauen, ein neues. Juhu. Dann bin ich nicht mehr Moped los. Hurra, hurra, hurra. Aloe Vera könnte man ja gebrauchen, oder? Ja, immer. Ja, ich glaube, dann bleibe ich mal einen Tag hier. Okay. Suche mir hier irgendwo ein schönes Dach, wo die Viecher nicht draufkommen. Okay. Und dann bleibe ich hier. Okay. Hallo, ich bin's. Dann bleibe ich aber auf jeden Fall bei uns in der Basis, weil auch wenn ich das weil wir hatten das ja schon mal, dass wir beide irgendwie über Nacht weg waren und beide unseren Schlafsack woanders dann hingestellt hatten. Dann war unsere Basis ziemlich verseucht. Ich bin ja irgendwie einen halben Tag hierher gefahren. Ah, Vogel! Ich sehe den Schatten, ich sehe den Schatten, ich sehe den Schatten. Na, komm her, trau dich, du Drecksvieh. Ey, ich werde hier mit so vielen Federn weggehen. Ist doch super. Federn haben es nie verkehrt. Du. Ich kann mir ein neues Moped bauen, Moped bauen, Moped bauen. Ich kann ein neues Moped bauen. Hoffentlich verschwindet das nicht. Hier komme ich hoch. Und hier ist eine Art Verteidigung. Cool. Stay out. Okay, ist schon eine Warnung. Aber man kann hier echt so seitlich, zack, hier hoch, da hoch. Ob das die Zombies auch können? Tschup, und bin auf dem Dach. Und safe. Und Vögel! Alter, das Scheißendreck! Da ist ja ein ganze Armada. Stirbt mir nicht. Ja, das will ich auch nicht. Das ist weit weg von zu Hause. Also auf das Dach war gefährlich. Hier Vögel auf dem Haufen. Ich muss die Schrotflinte mal auspacken. Ich glaube, ich habe inzwischen irgendwie Bäume. Ich glaube, ich durchaus etwas Holz gebrauchen. Oh, Schäfchen! Schäfchen oder Reh oder was auch immer du bist. Bleib stehen, ich will dich doch nur schlachten. Bleib stehen! Was läufst du so weit weg? Ha, 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 was für war das bei dir oder war das bei mir? Ich hab grad gelacht. Ich hab grad eine Mine gehört. Ja, das war nicht bei mir. Aber ich habe gerade voll aus weiter Entfernung ein Reh. Schosse. Meisterschütze. Digga, bleibst du unten? Bleibst du unten? Ich wollte eigentlich in das Haus reingehen, aber wenn da Minen sind. War das ganze Haus ein bisschen kaputt.
Hi, Jugend mit rechts. So, kriegst du auch nochmal einen. Aua. Also den Rechtsklick am besten immer machen, wenn die unten liegen. Den Powerschlag. Dann stehen die nicht mehr auf. Oh, sogar Solarpanels hier auf dem Dach. So, zwei Nester. Oh, Falle! Meinst du mit Falle? Ja, ich bin ins Haus rein, dann hätte ich denken können und war eine doofe Idee. Und wieder raus. Oh, was ist das denn? Erstmal wieder in den Schatten und trink erstmal was. Ja, ich bin in Kambat, ich weiß. So what? Ich hab mich gleich. Entschuldigung. Mir fällt gerade auf, ich habe die besseren Pfeile gerade benutzt. Ja, die müssen ja auch weg, die kannst du ja auch nur mit dem Bogen benutzen. So ist es ja nicht. So, Stahl- oder Eisenpfeile hast du dann jetzt genommen, oder? Ja, ja, ich hätte ja alles, ich hatte eigentlich alles für die Nacht benutzt und mitgenommen. So, bin ich hier im Raum, im Haus ein bisschen. Er kühlt hier auch im Haus nicht ab, ist ja echt ätzend. Oh, das dauert einen Moment. Doch, aber das dauert einen Moment. Ich muss noch mal gucken, wie man das umgestellt hat, dass die Temperatur in Grad Celsius und nicht mehr in Grad Fahrenheit angezeigt wird. Ja, ich glaube, das war im Server irgendwie. Okay. Da geht's irgendwo hoch. Weil ganz ehrlich, gerade fahren hat. Na, jetzt ist es nicht mehr rot, sondern auch nur leicht orange und ich bin durstig. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Besserung. Puffermantel, was bringt der denn? Wärme. Cold Resistenz. Oh, 25, den nehme ich mal mit. Das Eis. Ja, weil wir brauchen echt Klamotten. Weil die, die wir uns bauen können, sind jetzt nicht so der Hit. Du schaust dir morgen die Gegend weiter an, ne? Ja. Okay. Wenn ich nicht irgendwie verrecke oder so, würde ich das machen. Okay. Dann gehe ich nämlich, glaube ich, morgen mal zum Händler und mache wieder irgendeine Challenge. Weil solange ich hier noch Nahrung habe, gucke ich mir hier die Gegend an. Ja, ist doch okay. Soll ich kann ich nur so reinpacken, aufnehmen? Store. Soll ich uns für unsere Garagen mal Kisten bauen? Ja, gerne. Willst du Kisten oder eher Möbel? Auf dem Dach hätte ich gern Möbel. Ja, das geht jetzt um das, was in der Garage ist. In der Garage?
Ja, in der Garage. Ja, da kannst du Kisten hinstellen, irgendwie große. Können wir eigentlich Autokram sammeln. Sieht aber auch cool aus hier, diese Autowerkstatt. Dann würde ich hier nämlich gucken, dass ich hier vielleicht auch eine Werkbank oder sowas habe. Ja. Dann mache ich komplett auf. Dann mache ich erstmal gesicherte Aufbau. Was wollt ihr denn hier? Was wollt ihr denn hier? Bessere Klamotten wären cool. Bessere Klamottos. Komm mal aufs Dach. Ich glaube, hier musst du echt mehr Getränke benutzen oder so. Kannst du dir nicht, wenn du hier die Dings hast, die Yucca-Pflanzen, kannst du dir da nicht Yucca-Saft draus machen? Mach ich gerade. Aua! Oh, scheiße, ey. Alter. Ah, Vögel! Ich wollte es gerade sagen. Ah, ich hasse diese Fressviecher. Ich hasse sie mittlerweile mehr als Hunde. Boah, ey, wo kam der denn her? Oh, diese Viecher. Alter, diese Drecksviecher. Hammer. Alles ist warm, growing. Ah, Kaffeesamsen. Oh, scheiße. Komm her, du kleine Ratte. Du beschissener Geier. Oh. Yucca-Saft gleich benutzen. Muss mehr Yucca sammeln. Und ich brauche mehr Wasser. Verdammt. Das war unsere Verteidigung heile, du Arschloch. All Yucca zu mir. Alles her. Alles her. Ich bin durstig. Ich trinke Flüssigkeit. Ja, ich habe auch mal gehofft, dass man hier mehr Klamotten findet, die einen, dass hier Überleben irgendwie leichter macht, aber irgendwie. Aber ich muss sagen, mal so ganz hier im neuen Gebiet zu sein, ohne irgendwie dicke Mauern oder so, nur auf sich allein gestellt und sein Können. Macht Spaß. Oh, ich habe zwei Taschenmotorradfahrwerke gebaut
und nicht eins. Oh, und dafür keine Lenker. Doof. Oh. Doof. Ja, ich bin also ich glaube, ich übernachte hier und fahre morgen über einen Umweg einfach nach Hause. Okay. Weil ich habe nicht viel Nahrung. Ich habe noch 3 Flaschen zum Trinken. Und bisher nur dieses Maisbrot habe ich mitgenommen. Maisbrot ist aber nicht so der Hit. Ah, vielleicht finde ich in den Gebäuden hier noch was. Hast du die Zombies schon von Stein zu Stein hüpfen sehen? Nee, ne? Oh. Oh, hier ist ja gar nicht sauber. Und da ist eine Radkappe. Gut, dass ich die noch gesehen habe. Hm? Ja, hier war gerade ein Zombie. Der hat noch gepennt und da war eine Radkappe. Und wir wissen ja in dem Spiel, Radkappen, wenn die auf dem Boden liegen, sind immer Minen. Klar, ne? Das weiß man doch. So, schnell looten. Mich hier einfach durch, hier raus. Kann ich das kaputt hauen? Viel Spaß beim Hochklettern hier, Idioten. So, ich gehe jetzt hin. Wir wollten ja einen Durchbruch nach oben versuchen, oder? Ja. Ey, mir ist hier draußen immer noch zu warm? Das gibt's doch nicht. Ah, da gehen wir nicht runter, das war so. Geh ich hier hin. Ah, ist meine Fünferschaufel. Was brauche ich denn zum... Nee, ich möchte Stahl. Level 70! Ah! Was? Kann nicht rein. Gut. Yucca-Pflanzen haben wir die zu Hause? Nee, ich glaube nicht. Weil ich könnte... Ach nee, ich hab's nicht gelernt. Scheiße. Yucca-Seed draus machen. Also, dass man die quasi anpflanzen kann. Du kannst ja welche mitbringen. Ja, ja. Oh. Nahrung geht ja eigentlich. Ich habe 90 von 120. Ja, also was steht bei dir morgen an, lieber Heinrich? Ja, ich bin am überlegen, ob ich hier noch weiter gucke. Oder ich bin ja einmal hier so unten so einen schönen Kreis gefahren.
ich diesen Kreis hier weiterfahre und dann nach Hause vielleicht, oder? Sonst fahr doch erstmal nach Norden weiter, dass wir so einen größeren Teil mal... Der Norden ins Schneegebiet von... Also nicht ganz nach Norden, so bis auf unsere Höhe. Das könnte ich ja auch... Ah, hier, guck mal. Ist gerade freigespawnt. Ich bin fast parallel zu der Stadt, die wir mal entdeckt haben. Also siehst du, dann kannst du da doch vielleicht noch ein bisschen weiter nach Osten gehen. Oder kommst nach Hause und rüstest dich ein bisschen stärker aus für eine größere Expedition. Also wenn ich hier... Ich guck mir ein Haus nochmal an. Wenn ich da Nahrung finde, dann bleibe ich noch hier. Wenn nicht, fahre ich weiter. Okay. Aber trotzdem ist hier gerade dunkel. Ach ja, ich habe eine Taschenlampe. Warum bin ich in diesem verkackten Haus nicht geschützt, verdammt? Okay, ihr Lieben, ich würde sagen... Ja, reingehauen, abonnieren und so. Sehen wir uns am nächsten Tag. Genau, liken nicht vergessen. Was noch? Kaffee nicht vergessen. Oh Mann, das ist leer. Ich mach uns Becher, ne? Ah, das ist eine gute Idee, Mathilde. Eine gute Idee. Ja, ich weiß. Ah, das freut mich. So, dann viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Eine gute Idee.